Es wird ernst. Nach der Länderspielpause empfängt der Handballsportverein Hamburg am heutigen Montag die Füchse aus Berlin in der Barclays Arena. Die Hauptstädter reisen als Vizemeister und aktueller Tabellenvierter in die Hansestadt und konnten am letzten Spieltag deutlich mit 35:26 gegen den THW Kiel gewinnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Thorsten Jansen steht also vor einer schweren Aufgabe. Vor den heimischen Fans wollen sie gegen den Champions-League-Teilnehmer alles geben. Klar wissen wir, dass es gegen Berlin schwer wird, aber es ist nicht unmöglich, erklärte Ex-Berliner und Neu-Hamburger Moritz Sauter. Nach dem starken Punktgewinn der Hamburger gegen Hannover wollen die Hanseaten auch heute den nächsten Favoriten ärgern. Türme auf Länderspielreise. Während beim Handball die Länderspielpause vorbei ist, steht diese nun bei den Basketballern an. Auch zwei Hamburger wurden nominiert. Dank einer starken Leistung im ersten Saisondrittel hat Kurkuat seine Einladung für die südsudanische Nationalmannschaft erhalten und wird in 3 Spielen im Einsatz sein. Auch sein Mannschaftskollege Kenneth Ogbe wurde für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Doch der Flügelspieler wird nicht mit der Nationalmannschaft unterwegs sein. Der 30-Jährige hat seine Teilnahme abgesagt, denn er erwartet sein drittes Kind. Starke Leistung gegen den Tabellenführer. Die HSV-Frauen haben am Sonntag ein 1:1 Unentschieden gegen den aktuellen Tabellenführer der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen, den 1. FC Nürnberg, geholt. Vor rund 500 Fans und bei Hamburger Schiedwetter hielten die Hamburgerinnen gut mit und glichen in der 79. Minute durch Mark Wort aus. Folgend hatten sie sogar die Möglichkeit, das Spiel zu drehen und für sich zu entscheiden. Doch die Chancen blieben ungenutzt und so endete das Spiel mit einem Unentschieden. Nach dem Spiel erklärte Cheftrainer Marvin Bolz: "Ich bin glücklich über eine Top-Performance, die das Team heute abgeliefert hat. Wir haben es geschafft, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken." Nach dem Spiel stehen die Hanseaten weiter auf Tabellenplatz 4, jetzt aber mit 19 Punkten. Am Sonntag steht dann das Achtelfinale des DFB-Pokals an. Dort trifft der HSV auf Carl Zeiss Jena. Kein krönender Abschluss. Hamburger Alexander Zverev konnte sich aus der diesjährigen Saison nicht mit einem Titel verabschieden. Dabei sah es lange so aus, als könnte der 22-Jährige seinen Titel von 2021 in den NATO ATP Finals in diesem Jahr vielleicht wiederholen. In der Gruppenphase setzte sich Zverev klar gegen Rublev und Rüd durch und konnte sogar Alcaraz besiegen. Doch im Halbfinale war dann Schluss. Der Hamburger musste sich am Sonnabend in einem spannenden Match gegen Fritz geschlagen geben. Danach erklärte Zverev: "Ich habe einige fantastische Matches gespielt, aber ich glaube, was in Erinnerung bleibt, sind die harten Niederlagen. Ich werde alles tun, um im nächsten Jahr in den gleichen Momenten und in der gleichen Position zu sein. Ich werde alles tun, was ich kann, um zu gewinnen." Der FC St. Pauli hat das Geschäftsjahr 23/24 mit einem Gewinn von rund 188.000 Euro abgeschlossen. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge stiegen deutlich auf über 80 Millionen Euro an. Künftig sollen die Finanzierungsziele auch durch die neue gegründete Genossenschaft erreicht werden. Auch der HSV konnte das Geschäftsjahr mit einem deutlichen Ergebnis in Höhe von 2,1 Millionen Euro abschließen. Der Umsatz lag demnach bei 123 Millionen Euro. Außerdem sei das Volksparkstadion bereits 2 Jahre vor dem Fristende für den Stadionkredit abbezahlt.